Hallo meine lieben Zuschauer, ganz recht herzlich begrüße ich euch hier aus Südschweden, aus meinem kleinen Bed and Breakfast aus der Mitte vom Nirgendwo. Und heute habe ich euch was ganz Aktuelles mitgebracht, und zwar von Lightyear. Das ist der Film mit der Figur aus Toy Story, die 76832, und zwar XL-15 Spaceship, das Schiff von Buzz Lightyear. Und ja, ich mochte diese Toy Story Movies, also diese Filme, diese Trickfilme. Und dieser Film ist hier zwar noch nicht, kann man noch nicht anschauen, ist im Moment noch nicht im Kino, so viel ich weiß, kommt aber nächstens raus. Eventuell ist er schon, ich weiß es nicht genau. Aber sobald er dann irgendwo im freien Fernsehen zu sehen ist, werde ich mir den auf jeden Fall anschauen. Und hier schon mal eben dieses Raumschiff, das der Buzz Lightyear da fliegt. Der kriegt ja jetzt eben seinen eigenen Film, und das finde ich eigentlich ganz cool. Und ja, schauen wir uns doch das Set mal an. Das hier ist die Verpackung. Das hier die Rückseite. Dann haben wir hier die Anleitung. Das ganze Schiff wird in 5 Bauabschnitten gebaut. Hier sind die ersten 3. Und dann kommen hier die beiden anderen Bauabschnitte. Und ich muss sagen, es baut sich ganz flüssig. Also da, ja, also es ist cool zu bauen. Hat auch Spaß, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ist ein cooler Bau. Und nach 126 Seiten ist man fertig und hat ein schönes Set vor sich. Hier sind noch die anderen beiden Sets mit drauf, die es zur Zeit von Buzz Lightyear gibt. Und die werde ich mir wahrscheinlich beide auch noch holen. Also beim 4 Plus muss ich noch schauen. Da bin ich mir noch nicht so sicher, aber wahrscheinlich werde ich da alle Sets holen, weil ich finde den Bass einfach cool. Eben, das hier ist die Anleitung. Dann, ja, wie halt bei so einem Set üblich, hat es halt auch ein paar Sticker. Das hier ist der Stickerbogen. Finde aber, die sind alle relativ gut aufzukleben. Also da war jetzt nichts wirklich Schwieriges dabei. So wirklich, nee, das war eigentlich alles relativ, dass man es relativ gerade aufkleben kann. Klar, man kann auch bei diesen Aufklebern einen Fehler machen. Aber ja, es hält sich in Grenzen. Das hier sind die Ersatzteile, die da mit dabei waren. Es sind doch einige. Es hat auch größere Teile, kleinere Teile, also schön gemischt. Und ja, ich finde es ein cooles Set. Fangen wir an mit den Minifiguren. Wir haben hier eben Buzz Lightyear. Das sieht so aus. Dann kann man ihn im Helm auch abnehmen. Dann hat er so ein blaues Gesicht. Er hat da so eine Maske an, glaube ich. Das hier ist dann von der Rückseite, sieht das so aus. Und wir haben für Buzz aber auch einen anderen Kopf. Ich nehme jetzt auch mal noch diesen Umhang ab. Also diese Rüstungart, das ist das hier. Und da bekommt er mal den anderen Kopf. Der sieht dann so aus. Also ich finde es auch eine gute Idee, dass der hier eben einen anderen Kopf noch dazu kriegt, dass er eben nicht nur diesen mit diesem Anzug, diesen blauen, sondern auch eben ein anderes Gesicht hat, ohne dieses blaue Teil. Und das ist dann die Rückansicht und das zweite Gesicht. Genau, und dann haben wir noch 2 so andere Figuren. Das zeige ich euch mal zusammen. Die haben beide die gleiche Ausrüstung im Prinzip, also den gleichen Anzug an. Bei meinem habe ich jetzt einfach schon den Kopf, also den Helm weggemacht und die Haare dran. Das sieht dann so aus. Ich kann jetzt aber mal machen, dass beide den Helm anhaben.
Die sehen dann ziemlich gleich aus. So. Ja, das sind die gleichen Helme. Das sieht dann so aus. Und eben, die haben beide auch eine riesen Knarre dabei, dass sie da was wegschießen können. Die nehme ich denen mal weg. Obwohl hier, bei der, eben hier hat es dann Aufkleber drauf. Und das ist dann einer dieser neuen Start-Shooter, da kann man da oben drauf drücken. Und dann fliegt das sehr weit weg. Ich nehme das mal weg. Auch bei dem hier, das ist halt so ein, von den Meeresbewohnern, also wie halt eine Harpune. Und die ist da halt ein bisschen verbaut worden. Ich stelle jetzt die Figuren nochmal hin, damit man sie auch besser sieht, weil diese großen Knarren verdecken da halt schon sehr viel. Die sehen eben beide so aus. Nehmen denen jetzt beiden mal den Helm ab und kriegen beide eine Frisur. Dann sehen die beiden so aus. Dann haben die auch noch ein zweites Gesicht. Nee, also der eine nicht. Der andere schon. Ich zeige euch die mal noch von hinten jetzt. Das sieht dann so aus. Und ich finde diese Figuren eigentlich recht gelungen. Ich weiß zwar nicht, wie die im Film aussehen, das kann ich nicht beurteilen, aber ich finde das eigentlich recht coole Figuren. Die könnte man gerade so gut auch im Star Wars Universum so rumlaufen lassen, als irgendwie irgendwelche Wächter von einer Armee von einem anderen Stern, der jetzt halt noch nicht vorgekommen ist. Aber ja, könnte man gerade so gut auch da irgendwie mit einbauen. Dann haben wir hier noch die Katze, die da anscheinend mitspielt. Finde ich auch eine süße Katze. Meine Tiere mag ich eh immer in so Lego-Sets. Das ist immer was Tolles. Dann haben wir hier noch so eine Art, das kann ich hier nicht drauf machen. Also ich kann es nur drauf legen. Oder ich nehme da ein Teil ab. Nee, das geht auch nicht, weil es so gebaut ist, dass das eben nicht geht. Ich gebe das jetzt Bass in die Hand. Dann könnt ihr das irgendwie besser sehen. Weil ich kann es sonst nirgendwo festmachen. Machen wir so, dass er das so in die Höhe hält. Dann sollte das eigentlich gut sichtbar sein. Da ist halt irgend so ein Energiedingsbums. Ich weiß auch nicht genau, ich habe den Film nicht gesehen, also kann ich nicht sagen, was es wirklich ist. Aber das ist ein Print. Das, was da dieses auf diesem blauen 1x1 Stein ist, das ist ein Print. Und das Ding so eine Art wie eine Schneeflocke oder irgend sowas. Ist wahrscheinlich ein Energieteil. Ich weiß es halt nicht, leider. Dann haben wir hier noch so einen Laptop mit dabei. Das sind zwei, die Tastatur ist ein Print und das am Bildschirm ist ein Aufkleber. Ja. Das ist das, was wir hier dabei haben als Zubehör. Das ist doch einiges. Ich mache jetzt Bass da wieder diesen Schutzschild. Das ist ein Schild da drauf. Und den blauen Kopf. Der gefällt mir dann doch besser. Und den Helm. So, das räumen wir mal ein bisschen zur Seite. Brauchen wir nachher dann noch ein bisschen. Und dann haben wir hier das Raumschiff und einen Ständer. Ich nehme jetzt das mal ab dem Ständer weg, ich zeige euch zuerst mal den Ständer. Der ist ja ganz einfach gebaut. Hier auch die Bezeichnung vom Raumschiff. Das ist allerdings ein Aufkleber, leider kein Print. Aber den kriegt man doch relativ gut drauf. Und ich finde es cool, wenn man hier so einen Ständer hat, dann kann eben das Raumschiff hier auch cool in Szene gesetzt werden. Das macht doch was daher. Also ich finde das eine super Idee von Lego, dass sie das machen. Und es schaut doch dann einfach schon mal viel besser aus. Ich nehme jetzt einmal das Raumschiff weg, zeige es euch mal ein bisschen näher. Und auch das Raumschiff, das war cool, wie man das baute hier mit diesen Schrägen. Und auch wie man dann hier das so, das seht ihr jetzt halt nicht, wie man das dann hier so hinbrachte, dass das auch eigentlich durchgehend geschlossen ist. Klar, hier vorne ist ein bisschen auf. Eventuell ist das aber auch so, weil das ja die Triebwerke sind. Ich weiß halt nicht, wie das im Film aussieht. Aber ich finde es im Großen und Ganzen ein sehr gelungenes Raumschiff.
zeige euch das jetzt zuerst mal. Dann können wir da weiter darüber sprechen. Und eben, das zusammenzubauen hat sehr viel Spaß gemacht. So sieht es dann von unten aus. So sieht es von oben aus. Also es war wirklich sehr spaßig, das zu bauen. Und immer eben so coole Bausachen wie hier, diese Schräge. Also das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Auch hier diese Teile hier habe ich gar noch nie gesehen. Auch wie man hier die Triebwerke gemacht hat, war auch cool. Und eben, es gibt hier auch einige Funktionen. Also man kann hier das nach oben auftun. Hier könnte man dann eben, jetzt halt so ein Fach, da kann man dann vielleicht in den Laptop reinlegen oder die Knarre von ihm. Dann kann man hier auch gleichzeitig das untermachen. Hinten. Da hat es dann so ein Fach, da passt genau dieses Teil rein. Und das ist dann da drin verstaut. Also, kannst du nochmal zeigen. Kann man das so reinmachen. Könnte auch noch ein zweites, wenn es ein zweites hätte, hat es hier aber leider nicht dabei und kann das da dort so verstauen. Und das finde ich auch cool. Ich finde immer cool, wenn sie so Fächer hat, wo man was verstauen kann. Und ja, haben sie hier dran gedacht. Dann kann man natürlich hier die Klappe vorne aufmachen und sieht dann hier ins Cockpit rein. Ja, jetzt muss ich schauen, wie ich das am schlauesten mache. Das wird noch schwierig, dass ihr das seht. Da hat es aber da so ein Dreieck, das ist ein Print. Und die zwei links und rechts von diesem Dreieck, das sind dann Aufkleber. Aber dieses Dreieck, das ist ein Print, das da drin ist im Cockpit. Ich hoffe, ihr seht es. Und ja, das Cockpit ist auch recht groß. Also da passt eben dann zum Beispiel die Katze hinten rein. Ich weiß nur nicht, ob ich es jetzt schaffe mit meinen großen Fingern. Ist ja für Kinder gedacht und nicht für große Kinder. Aber die passt da gut rein. Wie ihr da seht, kann man die da gut verstauen und kann den Bass dann hier vorne reinsetzen, dass er da, jetzt habe ich ihm die Scheibe weggemacht, dass er dann vorne auch steuern kann. Auch dieses Cockpit, ich finde das eben echt cool, hat genügend Platz, Bass hat da super Platz, die Katze auch. Nicht so wie bei gewissen Star Wars Sets, wo halt dann auch fast kein Platz ist. Aber hier finde ich, das passt ganz gut. Und eben, es hat mega Spaß gemacht, das zu bauen. Ich fand es cool. Ich finde auch vom Preis her, weiß nicht, was es in Deutschland kostet, aber hier finde ich das eigentlich einen fairen Preis. Ich habe es mit 20% Rabatt kaufen können, glaube ich. 20, ja, oder 25. Weiß ich, nein, glaube 20. Und da muss ich sagen, ist ein fairer Preis, man bekommt hier wirklich ein cooles Set. Man kann es auch präsentieren, man kann es in die Vitrine stellen mit diesem Ständer. Für die Kinder, die können es so auch auf ihr Nachttischchen oder in ihr Bücherregal stellen und haben trotzdem ein gutes Raumschiff. Also das ist auch massiv, das ist wirklich alles mit Steinen verbaut. Da gibt es keine größeren Hohlräume, außer die, wo was zum Verstauen ist. Und wie ihr seht, da kann man herumfliegen, da fällt nichts ab. Also ich schüttle es jetzt auch. Das Einzige, was vielleicht ab und zu mal abfallen könnte, sind die hier hinten. Aber auch die halten eigentlich relativ fest. Aber ja, ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich kann dieses Set nur weiterempfehlen. Also wenn ihr auch den Bass aus diesen Toy Story Filmen mögt, kauft euch das Set. Klar, man müsste vielleicht auch abwarten, wie jetzt der Film da wird, wo er da die Hauptrolle hat und nicht mehr der Woody. Aber ich finde es im Großen und Ganzen ein sehr schönes Set. Man hat ein schönes Raumschiff. Könnte auch bei Star Wars mitspielen, rein theoretisch. Also, es ist doch ein cooles Set. Wie findet ihr dieses Set? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Holt ihr euch das auch noch? Interessiert euch das, diese Trickfilme halt überhaupt nicht? Das kann auch sein. Aber ihr findet vielleicht das Raumschiff trotzdem cool? Schreibt mir das einfach in die Kommentare. Würde mich interessieren. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Sei es für Kinder, sei es auch für Erwachsene, eben durch diesen Ständer, wo man es hier auch ausstellen kann, macht das halt was her. Also, ja, ich finde es cool. Ja,
Wenn ihr Fragen habt zu diesem Set, schreibt mir das gerne auch in die Kommentare. Und ja, in dem Sinn, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Gerne auch ein Abo da lassen. Und würde mich freuen, wenn ich euch bald wiedersehe. Und in dem Sinn wünsche ich euch eine gute Zeit mit Bass, mit vielleicht auch mit Hoodie, das passt ja auch, mit Lego allgemein, mit Raumschiffen oder was euch auch immer sonst Spaß macht. Habt Spaß, genießt es und bis bald.